Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück bei der Aktionär TV zu einem neuen Interview. Ja, der kleine Schock vom Montag erscheint schon fast so langsam verdaut, auch wenn sich die Anleger aktuell noch nicht ganz so sicher sind, wie sie natürlich auf diese Situation reagieren sollen. Ja, was die Anleger machen und wie sie natürlich sich aktuell vielleicht bestens positionieren können, darüber spreche ich heute mit Frau Ann-Christine Janel von der HSBC. Guten Tag. Hallo. Ja. Ann-Christine, wie sieht es denn aus? Wie reagieren die Märkte denn aktuell? Ja, Erik, du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben einen durchaus turbulenten Wochenstart in diese neue Börsenwoche gesehen. Es gab natürlich viele verschiedene Gründe, wieso es dazu gekommen ist. Beispielsweise letzte Woche Freitag gab es neue Daten zum US-Arbeitsmarkt. Die sind deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Dies hat dann Rezessionsängste geschürt oder auch natürlich der drohende Nahostkonflikt, der dann sicherlich die Situation noch mal verschärft hat. Ja, und wenn wir uns jetzt aber dann mal den Volatilitätsindex, den VDAX New anschauen im Jahreschart, das ist auch so ein bisschen das Angstbarometer, dann können wir natürlich diesen Kursausschlag am Anfang der Woche deutlich erkennen. Der VDAX New ist angestiegen von 14 Punkten auf 26 Punkte. Das ist natürlich, wie gesagt, ein ordentlicher Anstieg, wo man dann auch diese Unsicherheit ablesen kann. Ja, du hast es gerade schon gesagt, ein ordentlicher Anstieg, vollkommen richtig. Wir sehen es natürlich auf dem Chart. Vielleicht für unsere Zuschauer, die nicht ganz vertraut mit dem VDAX bzw. VDAX New sind, was ist denn das Ganze? Also was bildet dieser Index ab? Ja, der Index ist ein Volatilitätsindex und dieser VDAX New drückt die vom Terminmarkt erwartete Schwankungsbreite, also auch die implizite Volatilität genannt, für den DAX-Index für die kommenden 30 Tage aus. Das heißt, die Volatilität ist für Investoren, für Anlegerinnen und Anleger eine wichtige Größe, denn sie misst, wie schon gesagt, die Unsicherheit am Markt und dadurch lässt sich dann auch das Risiko für einen Investor widerspiegeln. Es ist grundsätzlich so, dass zwischen dem VDAX New und dem DAX häufig eine entgegengesetzte Korrelation besteht. Das heißt, steigt der DAX, dann fällt der VDAX New oder dann auch umgekehrt. Weil, was wir natürlich auch merken, dass man grundsätzlich sagen kann, dass bedeutende negative Ereignisse deutlich höher bewertet werden vom Markt als im Vergleich eigentlich deutlich positive Märkte. Also da merkt man einen deutlich größeren Anstieg des VDAX New, diesem Angstbarometer. Ja, danke für die Erklärung. Du hast es schon angesprochen, Angstbarometer. Wir haben natürlich auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren große Krisen gesehen. Corona natürlich, dann der Ukraine-Krieg. Nahost begleitet uns ja aktuell immer weiter. Wie reagieren jetzt die Anleger auf die aktuelle Situation? Ist es genauso schlimm, sage ich mal, wie damals? Oder ist das Ganze möglicherweise relativ schnell wieder vorüber? Ja, wenn wir uns das mal in den Vergleich setzen und uns die letzten 5 Jahre anschauen und da auf den Chart schauen, dann sehen wir da natürlich deutliche Kursausschläge in der Vergangenheit. Beispielsweise, du hast es gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie 2020 mit einem Anstieg von bis zu dann 86 Punkten oder auch der Start des Ukraine-Kriegs im Februar 2022. Wenn wir das im Vergleich setzen zu dieser, ja, ich soll mal sagen, schon auch außergewöhnlicheren Situationen wieder am Anfang der Woche, dann sehen wir aber, dass wir da deutlich drunter liegen. Also man kann die Unsicherheit ablesen, aber eine Panik, von einer wirklichen Panik würde ich jetzt noch nicht sprechen. Dann ist jetzt natürlich die Frage, wie sollte man sich als Anleger in dieser Situation bestens positionieren? Wir haben natürlich vorher schon gesprochen, du hast uns nämlich die Discount-Zertifikate mitgebracht. Was hat es denn genau damit auf sich? Genau, also grundsätzlich ist es natürlich immer so, dass gerade in solchen Situationen die Anlegerinnen und Anleger ganz individuell für sich entscheiden. Es gibt die Typen Anleger und Anlegerinnen, die grundsätzlich gerne diese Kursschwankungen für ihr Trading nutzen. Es gibt andere, die sagen, nein, ich bin gerade noch etwas unsicher, ich schaue mir das erstmal an und halte mich zurück. Was wir aber auch merken, dass bei den Anlegerinnen und Anlegern oder auch institutionellen Investoren diese Discount-Zertifikate gerade
ja, sehr von Interesse sind. Und Discount-Zertifikate sind Zertifikate, bei denen Anleger und Anleger von steigenden als auch von seitwärts laufenden und sogar auch leicht negativen Kursen partizipieren oder profitieren können. Und das passiert, denn sie können mit einem gewissen Preisabschlag, also mit einem Discount, in einen Basiswert einsteigen. Ein Basiswert kann dann beispielsweise eine Aktie oder ein Index sein. Und im Gegenzug dazu verzichten sie dann aber auf die Teilnahme an Kursbewegungen oder beziehungsweise Kurssteigungen des Basiswerts über einen festgelegten Höchstbetrag, den man auch Cap nennt. Aber durch diesen Discount ergeben sich dennoch attraktive Renditechancen kombiniert mit diesem angesprochenen Puffer gegen leichte Kursrückgänge. Sprich sozusagen in dieser unsicheren Situation also genau das Richtige, um sich abzusichern, deiner Meinung nach. Naja, diese Discount-Zertifikate sind gerade jetzt attraktiv, weil diese Kurskorrekturen, die wir gesehen haben, die spiegeln sich natürlich auch in den Kursen des Discount-Zertifikats wider. Das heißt, zusätzlich hat der Anstieg dieser impliziten Volatilität die Kondition des Wertpapiers für neue Anleger weiter verbessert. Das heißt, dank der impliziten Volatilität, also dieser erwarteten Schwankungsbreite, erhält man nun bei Discount-Zertifikaten bei gleicher Rendite einen größeren Discount oder im Umkehrschluss eine höhere Rendite bei gleichbleibenden Puffer, also bei gleichbleibenden Discount. Gegenüber den Zeiten, wo noch etwas weniger Unsicherheiten, wie wir sie in den letzten Wochen gesehen haben, hatten. Das heißt, wie gesagt, bei gleichen Rendite oder Puffer sozusagen ist jetzt gerade durch diese angestiegene Volatilität ist einfach der Einstieg in ein Discount-Zertifikat etwas attraktiver, weil diese Kurskorrekturen sich da dann auch widerspiegeln. Das hört sich sehr interessant an natürlich. Jetzt ist noch die Frage, wir müssen natürlich auch am Ende drüber sprechen, was sind denn die Risiken, die den Anleger dabei begleiten können? Ja, also ich hatte ja schon angesprochen, es gibt ja einen sogenannten Höchstbetrag. Das heißt, man hat natürlich einmal, man tauscht Chance gegen geringe Risiken, weil man natürlich nicht an der gesamten Kurssteigerung des Basiswerts partizipieren kann, sondern dass man da ja sozusagen durch diesen Cap gedeckelt ist. Und man muss natürlich dazu sagen, bei den Investitionen in Zertifikate oder Optionsscheine besteht ein Emittentenrisiko, wie beispielsweise auch bei einer Anleihe von einem Staat oder einem Unternehmen. Ann-Christine, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe natürlich wie immer, dass es Ihnen gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Machen Sie es gut. Vielen Dank.